Herzlich willkommen zu Fun & Drive, dem Automagazin aus der Hauptstadt. Heute beginnen wir mal mit einem Gerichtsurteil. Bereits im März hatte ein Kläger vor dem Landgericht Offenburg erstritten, dass VW dessen alten Tiguan zurücknehmen und gleichwertigen Ersatz stellen muss. Ganz besonders interessant ist dabei eine Passage aus der Begründung. Auch ist die Behauptung des Klägers, es sei ihm beim Erwerb des streitgegenständlichen VW Tiguan auf die besondere Umweltverträglichkeit des Fahrzeugs angekommen, offenkundig unzutreffend. Bei dem VW Tiguan handelt es sich um einen sogenannten SUV mit hohem Gewicht, Luftwiderstand und Motorleistung und damit verbunden mit einem hohen Kraftstoffverbrauch. Der Erwerb eines solchen Fahrzeugs lässt darauf schließen, dass der Käufer kein besonderes Interesse an einer Umweltverträglichkeit des Fahrzeugs haben kann. Auch haben die konkreten Stickoxid-Emissionswerte für die Kaufentscheidung eines Verbrauchers grundsätzlich keine Bedeutung. Damit haben wir das also amtlich festgestellt. Und natürlich werden wir jetzt im Anschluss nicht direkt ein aufgebocktes SUV vorstellen. Mit 123 cm Gesamthöhe halten wir den Ball eher flach. Und bei den Dreharbeiten für den nächsten Beitrag hatte ich ganz besonders viel Spaß. Vor rund einem Jahr hatten wir einen One-Day-Stand mit dem 124er Spider und waren begeistert. Nun wollten wir uns auf eine feste Beziehung mit ihm einlassen, also immerhin 2 Wochen, und sind völlig begeistert. Inzwischen hat sich die Genesis des Fiat ja herumgesprochen. Er wird auf gleicher Plattform wie der MX-5 von Mazda gebaut und ist trotzdem ein deutlich anderer Typ. Das beginnt mit 14 cm Längenzuwachs, geht über italienisches Design und endet bei einem anderen Motor. Der Japaner ist 2.000 Euro billiger als der Fiat mit seinen 25.000 Euro in der Basisversion. Unsere Luxusausführung startet bei 27.000. Eine Automatik wird zwar angeboten, ist bei dem Wagen aber ein ziemlich absurdes Extra. Trotz sozialistischem Kampfpreis stimmt die Verarbeitungsqualität. Eine echte Überraschung erlebt man auf Kopfsteinpflaster, wo gerade bei Cabrios selbst Laien ahnen, dass Angaben zur Verwindungssteifigkeit irgendwas mit dem Fahrgefühl zu tun haben. Denn auch ohne den stabilisierenden Käfig über dem Kopf bleibt das Chassis nahezu starrköpfig ruhig, ohne Klappern, Quietschen und Quarzen. Ein klassischer Nachteil von Cabrios ist ja der Vogelschiss von oben und dass man nichts offen liegen lassen kann. Rund 20 Sekunden brauchen elektrische Dächer mit unzähligen Stellmotoren und komplizierten Klappenballett. Weil das beim Spider per Hand in 2 Sekunden geht, schließt man das Dach selbst bei Kurzstops. Nach ein paar Tagen ist dieses typische Gefühl der Angreifbarkeit eines geparkten Cabrios komplett verschwunden. Eine erstaunliche Veränderung im Alltagsbetrieb. Der alte Rekord des MX-5 mit 4 Sekunden Dachschließen wurde nun halbiert, weil es nur noch ein Schloss in der Mitte gibt. In 2 Sekunden auf oder zu, schneller öffnet sich das Dach nur bei der Sprengung über einem Schleudersitz. Convertible, so nennen die Amerikaner ein Cabriolet. Eben weil es konvertibel ist. Und man ahnt es, das hat den gleichen Wortstamm wie der Konvertit, also jemand, der den Glauben gewechselt hat. Und das haben wir, denn als bekennende Mazda MX-5-Anhänger sind wir übergelaufen zu Fiat. Nicht Lux, sondern Lusso. Sein Look ist zwar kraftvoll, aber ebenso italienisch lässig. Der Auftritt der zeitgleichen MX-5-Generation ist allerdings overdesigned. Auch wenn Mazda damit das Jimba Itai schaffen wollte. Also die Einheit zwischen Ross und Reiter. Hier beim Spider spürt man das allerdings auch ohne solch schräge Linienführung. Und zwar beim Reinsetzen. Selfie und Teilen? Ja. Carsharing? Nein. Dafür ist der 124er zu besitzergreifend. Schon beim ersten Zurechtsetzen mit Pedalkontakt spürt der Reiter im Ross den Jagdinstinkt. Kuschelkurs geht zwar, aber der braucht viel Bewegung. Die Lieblingsbewegung kommt allerdings aus dem Handgelenk. Schalten wird im Spider von der Last zur Lust, fast schon zur Sucht.
Die Unterschiede zum Mazda sind mehr als nur reine Formsache. Während der Mazda, schlitzäugig guckt, sind die Frontscheinwerfer des Fiat nahezu libidinös geformt, was erst im Profil auffällt. Seine absolute Zuckerseite ist natürlich das Heck, in das die am Türgriff angehobene Linie nach hinten ausläuft mit den trapezförmigen Reminiszenzen an den historischen 124er. Das Fiat-Logo dort ist vom Hintermann kaum zu erkennen, denn es sitzt horizontal auf der Heckklappe, nahezu snobistisch. Der Ordnung halber sei auch das Kofferraumvolumen angegeben mit 140 Liter. Während der Mazda mit einem 1,5 Liter Sauger mit 131 PS unterwegs ist, lauert im Fiat ein 1,4 Liter Turbo mit 140 PS. Das Drehmoment steigt dadurch von japanischen 150 Newtonmeter auf italienische 240. Die zwei Endrohre am Heck sind beim Fiat in Stereo-Optik, während sie beim Mazda als Paar etwas versteckt wirken. Absolut Cabrio-kompatibel ist die Bose Soundanlage, zudem mit Lautsprechern in den Kopfstützen, was besonders beim Telefonieren sehr hilfreich ist. Weniger hilfreich ist der Drehdrückschalter auf der Mittelkonsole, an dem man sich beim sportlichen Schalten mit dem auflegenden Arm zu oft das Menü verstellt. Ein weiterer Spaßgenerator sitzt unter dem Auto, denn in dem Fahrwerk steckt die Erfahrung von Abermillionen MX-5-Kilometern. Was der 124er nicht hat, sind Assistenzsysteme wie Spurhalten oder Abstandswarner, und vor allem braucht er eines nicht, einen Müdigkeitswarner. Selbstverständlich kann man mit dem Fiat auch cruisen, aber der ist eben nicht einfach ein Cabrio, sondern ein Roadster. An dieser Stelle versuchen wir immer zu erklären, wie er sich fährt, also bescheidene 140 PS bei einem 1,4 Liter Motor. Das kann doch kaum Spaß machen? Doch, tut es, und zwar richtig. Das kannte man schon beim Mazda MX-5. Fiat hat dem Motor allerdings noch einen Turbo verliehen. Wenn der Tourenzähler auf die 3000 hochläuft, dann setzen die Schaufelräder da vorne fast spürbar altmodisch ein. Und plötzlich schiebt die Hinterachse wie irre los, als wollte sie den Motor überholen. Leider geil. Bis der Heckantrieb Traktionsabriss meldet. Ohne dies scheinen die Programmierer dem ESP eine gewisse Lässigkeit vorgeschrieben zu haben, gleichsam als würde man dem Fahrertyp solcher Roadster einfach mehr Souveränität zutrauen. Ein Saisonkennzeichen wäre an dem Wagen eher was für Warmduscher. Uns hat allerdings kalt erwischt, was neuerdings Starkregen heißt. Bei 123 cm Gesamthöhe fast eine Mutprobe, aber obwohl das Wasser weit oberhalb des Schwellers stand, lief da nichts rein. An umgestürzten Bäumen passt man auch mal unten durch. Trotzdem haben wir uns für den klügeren Weg entschieden. Bis die feuchten Albträume wieder getrocknet sind, wird es Abend in Berlin, aber solch ein Wagen passt auch ins Nachtleben. Ey, stimmt! Blinken. Krass, das war gerade richtig krass. Selten, wirklich selten, hat ein Pressewagen im Umfeld so flächendeckend Begeisterung ausgelöst. Nach Drehende am Abend hat es auch Moderatorin Melanie gepackt. Also, ja. Im vermeintlichen Schutz der Dunkelheit wechselt sie auf eine, nun sagen wir mal, weniger akademische Sprachebene. Ja. Zu den Risiken und Nebenwirkungen des Wagens gehören bipolare Spaßanfälle. Anstelle eines komplexen Fazits sei Melanie das letzte Wort gegönnt. Ja, geil. Ich habe ja gesagt, ich hatte sehr viel Spaß bei den Dreharbeiten. Und das Leben ist doch viel zu kurz für langweilige Autos. Und damit ist nicht Größe und Leistung gemeint. Wir haben noch so einen gefunden, auch wenn der mittlerweile seit einem Jahr auf dem Markt ist. Ohne Zweifel ein Nischenprodukt, irgendwo dazwischen und dennoch voll ins Schwarze. Finde zumindest Kollege Dean. SUVs werden geschätzt wegen ihrer klassischen Tugenden, wie schlecht Wegtauglichkeit, großzügiges Platzangebot oder der erhabenen Sitzposition. All das findet man in Mini-SUVs nur noch im Ansatz. Fragt man sich also, wer braucht eigentlich so winzige Modelle wie den Q2?
Genau das habe ich mich nämlich auch gefragt. Q7 habe ich verstanden, Q5 auch den Q3 noch. Aber jetzt dieser winzig kleine Zwerg, habe ich da überhaupt noch die Vorteile eines SUVs? Oder egalisieren die sich ob der schieren Größe? Der kleine Ingolstädter misst immerhin noch stolze 4,19 Meter Länge, 1,79 Meter Breite und eine Höhe von rund 1,51 Meter. Als SUV ein Zwerg, aber für einen Kleinstwagen fast ein Riese. Auch sein Design lässt ihn größer wirken. Der Q2 trägt das klassische Audi-Gesicht und ist mit schicken, klaren, dynamischen Sicken und Kanten gezeichnet, welche durch das Vegas-Gelb, 340 Euro Aufpreis, noch deutlicher zur Geltung kommen. Wir lassen uns von dem schicken Äußeren aber nicht ablenken und werfen einen Blick in den Scheinriesen. Innen ein klares, aufgeräumtes Cockpit, so wie man es aus Ingolstadt kennt. Der Fahrer blickt auf das volle digitale Mäusekino, in dem alles und mehr abzulesen ist. Die kräftige Spur hinten, 27 mm breiter als im A3, stemmt sich gegen den hohen Schwerpunkt, während der Quattro die vollen Antriebskräfte auf die Straße bringt. So wirft sich der Kleine schon fast lustvoll in die Kurven. Die Sitzposition in dem Wagen, die ist wirklich toll. Man sitzt hoch und hat dementsprechend auch eine gute Übersicht. Und trotz des hohen Schwerpunkts fährt sich der Wagen super agil. Liegt natürlich auch daran, dass der Wagen hier auf der kurzen Plattform des A3s steht und genauso fährt er sich auch. Dazu passt dann auch die knackig sportliche Lenkung. Die agile Sportlichkeit resultiert natürlich auch aus dem großen Diesel, den wir in unserem Testwagen haben. Der Vierzylinder leistet 190 PS und hat ein maximales Drehmoment von 400 Newtonmetern. In 7,3 Sekunden knackt der Q2 die 100er-Marke. Maximal sind 218 km/h drin. Den Verbrauch gibt Audi mit durchschnittlichen 5,1 Litern an. Wir haben nach rund 1500 Testkilometern 6,3 gemessen. Es fühlt sich nämlich so an, als sitze man in der nächsthöheren Fahrzeugklasse. So toll ist das Raumangebot hier in dem Wagen. Und das Fühlen war auch praktisch so, denn ich war mit dem Auto etwas länger unterwegs und selbst mit 3 Erwachsenen plus Kind hat man immer noch ausreichend Platz. Das gilt für die vorderen Sitze wie für die Rückbank und auch im Kofferraum ist ausgiebig Platz. Der schluckt 405 Liter, maximal sind mit umgeklappter Sitzbank sogar stolze 1050 Liter drin. Wie war das noch gleich mit den SUV-Tugenden? Hohe Sitzposition, schlecht Wegtauglichkeit und Platz. Ja, all das kann das Mini-SUV aus Ingolstadt. Und somit ist dann auch unsere eingehende Frage beantwortet. Der Audi Q2 ist fast ein Auto für jedermann. So ein Auto würde ich gern meine Mutti schenken. Warum? Man hat eine hohe Sitzposition, man hat eine tolle Übersicht, man hat genügend Platz für Mitfahrer und den Einkauf und trotzdem kommt man mit diesem kleinen Auto noch sauber durch die Stadt. Wenn ich denn das Geld hätte, denn wie immer bei solchen Autos hakt es am Ende ordentlich am Preis. Unglaublich wollen die für dieses Auto, den Testwagen, den wir hier stehen haben, 53.430 Euro haben. Wie würde meine Mutti da sagen? Muss eine alte Frau lang für stricken. Zum Glück kann man sich ja auch den Preis des Audi Q2 zurechtstricken. Lässt man alle Extras weg, stehen für die Basisversion mit dem 116 PS starken 1.0 TFSI und manueller Sechsgangschaltung nur noch 22.900 Euro auf dem Kaufvertrag. Damit ist der Audi Q2 ja fast so billig wie die Argumente gegen SUVs. Übrigens, selbst Sendeanstalten wie die ARD erinnern inzwischen, dass Diesel-Pkw nicht einmal 1/4 der Stickoxide verursachen, aber 3/4 der Prügel abbekommen. Die Redaktion bleibt skeptisch wie eh und je und zwar grundsätzlich in alle Richtungen und länger als bis zum nächsten Mal.